Hi ihr Lieben, ihr habt doch sicher das Chaos rund um die Dresdner Briefwahl zur Oberbürgermeisterinwahl mitbekommen. Bevor wir euch erklären, wie wir da jetzt weiter vorgehen, gibt's erstmal eine kleine Straßenumfrage zu der Frage, wann kommen eigentlich rechtzeitig Briefwahlunterlagen bei euch an? Hi Moin, hast du schon mal Briefwahl gemacht? Ja, habe ich. Okay, und wenn du die gemacht hast, bis wann hätten da die Wahlunterlagen eigentlich bei dir sein müssen, damit du noch rechtzeitig wählen kannst? Ich würde sagen 2 bis 3 Wochen, weil einige Menschen ja auch arbeiten müssen und ich hätte persönlich keine Lust, relativ spontan mir noch Gedanken zu machen, wen ich wähle oder wen ich nicht wähle, weil das schon auch eine überlegte Entscheidung sein soll und deswegen würde ich sagen, sind 2 bis 3 Wochen schon angemessen, um sich ordentlich Gedanken machen zu können. Also ich finde, dass bis spätestens eine Woche vor der Wahl eigentlich schon die Briefwahlunterlagen da sein sollten, damit man noch genügend Zeit hat, die abzuschicken, sich die Kandidaten anzugucken und eventuell ein Wahlomat zu machen. Ich würde sagen, am besten eigentlich 3 Wochen und also spätestens 2 Wochen müssen die schon da sein, genau, damit man sich auch in Ruhe entscheiden kann für die KandidatInnen. Und manchmal ist man ja auch am Wochenende nicht da oder ist auch im Urlaub, weshalb man es ja beantragt. Und wenn die dann zu spät ankommen, kann man ja die nicht mehr ins Wahllokal bringen. Genau, also 2 Wochen Minimum. Genau. Okay, danke dir. Ihr seht also, 1 bis 3 Wochen sind dann doch auf jeden Fall angemessen für eine Briefwahl. Das ist in Dresden aber nicht passiert. Also wir haben von verschiedenen Seiten Rückmeldungen bekommen, dass Wahlunterlagen zur Briefwahl nicht rechtzeitig, nicht ordnungsgemäß bei den Wählern angekommen sind zum zweiten Wahlgang, obwohl sie beim ersten Wahlgang ordnungsgemäß die Unterlagen bekommen haben. Wir haben diese Leute gebeten, sich bei uns zu melden, damit wir sie unterstützen können, gegebenenfalls die Wahl anzufechten. Wir haben 6 Rückmeldungen gehabt, für die wir eine Wahlanfechtung bei der Landesdirektion Sachsen gemacht haben. Die Landesdirektion Sachsen hat die Wahlanfechtung jeweils zurückgewiesen. Und was passiert jetzt? Wir haben von den 6 Anfechtungen, die wir unterstützt haben, eine ausgewählt, die besonders krass ist, die wir jetzt unterstützen werden, gegen die Ablehnung des Einspruchs gegen die Wahl vor Gericht zu ziehen. Zunächst wird das Ganze am Verwaltungsgericht Dresden eingereicht. Wenn das Verwaltungsgericht Dresden eine Entscheidung trifft, die von keiner der beiden Seiten, also Landeshauptstadt Dresden oder unserem vertretenen Bürger, angegriffen wird, dann bleibt es dabei. Ansonsten geht es weiter zum OVG Bautzen, Oberverwaltungsgericht. Und danach, weil es ja schon um Fragen grundsätzlicher Bedeutung geht, auch verfassungsrechtliche Normen, wäre zu überlegen, ob hier der Weg zum Landesverfassungsgericht in Sachsen oder gar zum Bundesverfassungsgericht möglich und sinnvoll wäre. Am Ende erreichen wollen wir, dass die Regeln für die Briefwahl deutlicher und klarer und transparenter gefasst werden. Die Briefwahl hat ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer mehr an Bedeutung gewonnen. Inzwischen haben wir einen Briefwahlanteil von teilweise 50% bei verschiedenen Wahlen. Und es kann unserer Meinung nach nicht sein, dass allein durch schlampiges Umgehen mit Briefwahlen und dem Wahlrecht der Bürger eben dieses Wahlrecht der Bürger vereitelt wird, indem Briefwahlunterlagen zu spät zugehen, sodass der Bürger nicht mehr wählen kann. Also uns geht es natürlich deutlich über diesen einen Fall hinaus. Dass es noch deutlich mehr in Dresden passiert sein kann, ist offensichtlich, weil sich noch mehr Leute bei uns gemeldet haben. Aber uns geht es hier wirklich um ein prinzipielles Problem. Wenn nicht transparent und klar geregelt ist, wann Briefwahlunterlagen bei den Leuten zu Hause sein müssen, dann kann faktisch alles passieren bei zukünftigen Wahlen. Und genau das muss verhindert werden.